sich dann im 4-3-3 ab, deutlich offensiver besetzt als beim 0-1 gegen den SVS. Die Kaderbreite macht Sorgen, die Startelf genau wie beim 2-1 gegen Hannover 2. Über 20 Grad im Süden Niedersachsens. Der Ball rollt. Osnabrück in lila-weiß. Stefaniak. Nächster Abschluss. Wow. Eines Torschützen, bei dem es läuft. Ansatzlos pflückt er den aus der Luft. Bringt den direkt aufs Tor. Jetzt die ersten Akzente im gegnerischen Drittel von Wolf und Co. Swartz, gute Drehung, Swartz. Vitov, der die Meter mitmacht. Mulay. Mulay gegen Burkhardt. Mulay. Immer noch Mulay. Engelhardt. Pepic. Nochmal Pepic. Wichtig, dass wie man da dazwischen ist. Tashi. Tashi auf engstem Raum. Tashi. Dann ist er durch. Die erste Hälfte. Abgepfiffen. Unverändert. Aus der Kabine heißt Bamuaka Simakala. Wartet noch auf sein Comeback. Pepic. Pepic. Gute Flanke. Bär und Klausen. Oh. Conny stolpert deshalb. Klausen. Mit Platz und dem Pfostenschuss. Zorich. Profitiert natürlich hier von Konüs Fall, aber nutzt das dann auch konsequent, zielstrebig, geradlinig, sucht er direkt den Abschluss. Zijaric, tolle Bewegung, Fallmann bisschen umständlich mitgenommen, trotzdem die Gelegenheit und Tashi mit dem Tor. Martin Mennel feiert, dreht ab. Zu den eigenen Spielern. Ein 0-2 Rückstand. Beeindruckend gedreht hat. Hier wird nichts mehr gedreht. Abpfiff der FC Erzgebirge Aue und Pavel Dortchev. Live beim Magenta Sport.